Am Schiffsmeisterplatz in Ips an der Donau findet am 10. und 11. August ein Freiluftkino statt. Und wir von Gemeinde TV sind mit dabei. Im Zuge vom Kinosommer Niederösterreich lädt Ips heuer bereits zum 5. Mal zu diesem Freiluftfestival ein. Heuer findet es direkt an der Donaulände statt. 2 Abende mit Kinoprogramm für jeden Geschmack. Wir haben versucht, eine gesunde Mischung zu finden. Es gibt eine Verwechslungskomödie, es gibt einen ganz, ganz hervorragenden Kinderfilm über einen Igel, der sich auf die Suche nach einem magischen Stein macht, um die Welt zu retten vor der Türe. Es gibt eine Dokumentation über das Skigymnasium Stams und wir haben einen Film, wo es um einen Jungen geht, der als 9-Jähriger selbst das erste Mal in ein Kino kommt und wie er das gesehen hat, dann selbst auf die Idee kommt, selbst auch Filme machen zu wollen. Es ist einfach schön, wenn man Luft, Wasser, Licht, Sonne und vielleicht auch das gemütliche Beisammensein sieht. Wir haben es also heuer geschafft, nach mehreren Anläufen, wo wir das heuer machen sollen, dass wir jetzt eigentlich eine Location gefunden haben, wo wir gesagt haben, direkt an der Donau, wo man einen wunderschönen Ausblick auf die gegenüberliegende Seite hat, wo man einen Ausblick hat auf das, was die Stadt sonst noch zu bieten hat. In diesem Flair, glaube ich, kann man fast sagen, das ist ein bisschen so leicht italienische Romanze mit österreichischen Temperaturen. Auch kulinarisch kann man sich hier als Kinogast verwöhnen lassen, schwärmt die Ipser Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Wir freuen uns, dass die Kinderfreunde auch vertreten sind und einen Popcorn-Stand betreiben. Denn Popcorn, das gehört doch zu einem Kinoabend dazu. Und daneben hat auch die SEF noch einen Ausschank, Gerhard Steindl, der für die Kulinarik sorgt, vom Trinken bis zum Essen, Mehlspeise, Eis für die Kinder. Und ganz besonders stolz sind wir auch, dass wir es besonders gemütlich haben hier bei unserem Schiffmeisterplatz. Wir haben neue Liegestühle und wir sorgen eben für ein wirklich ganz bequemes Ambiente hier an der Donaulände und freuen uns, dass viele Gäste kommen. Die Gäste sind durch die Bank positiv gestimmt und begeistert vom Ipser Kinosommer. Ein Wahnsinn hier, diese Kulisse mit der Donau im Hintergrund, also das ist, besser geht nicht. Wir genießen das Wetter ist schön, braucht man rausschauen, die Donau passt perfekt. Ja, es ist sommerlich, ja, und sehr nett an der Donau. Kommt gut an, wird recht gut angenommen, man sieht es. Und heuer mit einer Bestuhlung, mit Liegestühle an der Donau. Hoffentlich kommt auch ein Passagierschiff vorbei, damit wir da eine schöne Kulisse erleben. Ja, wir freuen uns schon auf den Film. Wir sind heute spontan hergekommen. Ich habe meine Freundin angerufen, ob sie mitkommt heute zum Sommerkino nach Ips am Schiffmeisterplatz, weil das Wetter heute super ist. Und der Film, habe ich gehört, ist auch recht toll. Der Onkel wird gespielt. Wir freuen uns drauf. Dieses Sommerkino heute, was taugt euch denn besonders? Das Kino und das leckere Popcorn. Und mittendrin im Kinosommer hier in Ips ist auch unsere Landtagsabgeordnete Silke Damerer mit dabei. Was hältst du von dieser Veranstaltung? Ich finde das ganz, ganz großartig, weil der Kinosommer Niederösterreich bringt Kino dorthin, wo es sonst keine Kinos gibt. Und das an atemberaubenden Orten, also so wie hier an der Donaulände herunten, wenn dann ein Schiff vorbeifährt. Also das ist wirklich eine ganz tolle Kulisse. Und ich finde es so schön, weil Kultur ist ja nicht nur Unterhaltung, sondern auch zusammenkommen mit der Familie, mit Freien, mit den Nachbarn. Man macht sich heute einfach einen gemütlichen Kinoabend. Kino unter freiem Himmel, ein Sommererlebnis der besonderen Art, das Ipser Freiluftkino am Schiffsmeisterplatz. Für heuer vorbei, aber von Stadtseite schon fix entschieden, nächstes Jahr wird es diese Veranstaltung auf jeden Fall wiedergeben.